Hallo und herzlich willkommen zu den Most Actives. Heute live vom Frankfurter Börsenparkett. Ja, der Donnerstag, meine sehr verehrten Damen und Herren, der hat es leider drastisch hinter den Ohren, muss man tatsächlich sagen. Nachdem der DAX ja gestern versucht hatte, sich ein bisschen von dem Coronavirus zu befreien und das abzuschütteln, ist er heute tatsächlich wieder komplett betroffen und befallen. Und erste Bremsspuren machen sich auch deutlich in den Quartalszahlen einzelner Unternehmen bemerkbar. Die Folge dessen sind schlechte Zahlen, unter anderem von Continental, kommen wir gleich noch dazu, und dass der Gesamtmarkt mittlerweile 2,1% verloren hat, deutlich unter der 12.000-Punkte-Marke tendiert bei 11.865 Zählern aktuell. Kommen wir wie immer an dieser Stelle zunächst aber auf die Kaufseite der meistgekauften Werte des Online-Brokers Flatex. Und wir haben folgende fünf im Angebot. Das sind Nähe, Continental, ProSiebenSat.1, Wirecard und die Commerzbank. Und wir gucken uns den Wasserstoffhersteller Mehl an, denn der kam mit Zahlen um die Ecke. Umsatzwachstum plus 41%. So weit, so gut. Man hat da die Erwartungen klar übertreffen können. Und das ist die gute Nachricht. Und gleichzeitig durch die Kapitalerhöhung, die man vor einigen Wochen durchgeführt hat, ist auch der Cashbestand bei 126 Millionen Euro angelangt beim Unternehmen aus Norwegen. Allerdings, und das ist die Tatsache, ist es alles ein bisschen Hype im Moment, könnte man sagen. Denn die Gewinnzone, die wurde tatsächlich, und das machen die Zahlen deutlich, nicht erreicht. Und dementsprechend sind die teilweise dann doch sehr abgefahrenen Kursbewertungen. Wir waren ja vor einigen Wochen im Hoch bei über 1,54 €, sind dann doch eher Hype und Fantasie als basierend auf guten fundamentalen Daten. Aktuell die Aktie im Minus mit 7,3%, auch tief unter Druck durch die Effekte des Coronavirus bei 1,075 €. Mal gucken, wie es da weitergeht. Sehr spannend. Und wir gucken auf den zweiten Wert, den wir auf der Kaufseite haben. Das ist ProSiebenSat.1. Auch ProSiebenSat.1 kam mit Zahlen und vor allen Dingen im Bereich Online-Dating kommen sie weiter voran. Wenn wir uns insgesamt angucken, so ist zum Beispiel das Geschäft in der klassischen TV-Werbung rückläufig. Da die Umsätze minus 5%, aber, und das ist ja das Gute, ProSiebenSat.1 ist ja schon lange kein klassischer Fernsehsender mehr, sondern hat 52% Nicht-TV-Geschäftsanteil und man ist nicht nur mit Elite-Partner und Parship gut aufgestellt, nein, man möchte auch die internationale Dating-Plattform The Meet Group übernehmen. Dadurch wird die Dividende von 1,19 € auf 0,85 € gekappt und es kommt bei der Aktie insgesamt nicht gut an. Sie verliert teilweise über 8,5%, war unter der 10-Euro-Marke zu finden und für den einen oder anderen zumindest das die Losung für den Moment, sieht es so aus, als müsste man auf dem Niveau dann mal zugreifen. Kommen wir auf die Verkaufsseite der meistgehandelten Aktien und wir hätten da folgende fünf. Das ist Neil, Wirecard, Continental, PowerCell Sweden und Ballard Power. Ja, neue Technologien sozusagen im Anschlag. Wir gucken aber hier auf einen Old Economy Player, nämlich die Continental. Die kam heute Morgen mit Zahlen und die waren, märzmäßig, würde ich mal sagen, grottenschlecht. Statt wie im Jahr zuvor 2,9 Milliarden Euro macht man einen Verlust von 1,9 Milliarden statt des Gewinnes. Der Umsatz konnte sich leicht verbessern um 0,2% auf insgesamt 42,2 Milliarden Euro. Aber der Abschwung vor allen Dingen in der chinesischen Autoindustrie auch als Folge des Coronavirus macht sich doch deutlich bemerkbar. Minus 10% momentan im ersten Quartal die Rückgänge, was die Autoabsatzzahlen betrifft, weltweit, in China sogar 30%. Und das schlägt natürlich ins Kontor. Degenhardt, der CEO, hatte angekündigt, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um tatsächlich mit Umstrukturierungen dagegen zu arbeiten. Aber man kann sich tatsächlich im Moment zumindest von diesen negativen Auswirkungen, die auch die Zahlen zuletzt haben, als Beweis dessen, dass sich das tatsächlich wirtschaftlich bemerkbar macht, nicht davon machen. Das war's hier von mir, von meiner Seite live vom Frankfurter Börsenparkett. Schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn ich bei Ihnen bin um 15:30 Uhr mit den Most Actives. Mein Name ist Patrick Duane. Bis dahin, gute Kurse für Sie.